Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Pro Cycling Manager 2018 in der Saison 2019. Ja, ich sag's wahrscheinlich jede Folge einfach, immer wieder. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Part. Und ja, heute, ich warne euch schon mal vor, wahrscheinlich eine Simulationsfolge. Wir haben heute die Algarve-Rundfahrt und die Andalusia-Rundfahrt und ich möchte beide ehrlich gesagt nicht fahren. 5 Etappen sind's, einmal flach, einmal Hügel, einmal Zeitfahren, einmal flach. Das ist die Algarve-Rundfahrt. Wir simulieren das Ganze jetzt einfach mal. Reguigui, Leknesson, Pozzato, Erken, McLay und Biedermann sind am Start. Also wir haben uns ganz gut dem Profil angepasst, vor allen Dingen Fahrer mitgebracht, die im Sprint was drauf haben. Jetzt habe ich die Strategie gleich bearbeitet, ich lustmolch. Naja, schauen wir mal. Kein schlechtes Ergebnis. Ich wage mal zu bezweifeln, dass wir es selbst im Rennen so hinbekommen hätten, ehrlich gesagt. Caleb Ewan holt sich den Etappensieg und das gelbe Trikot. Danny McLay, herausragend, Platz 2 für ihn. Dann Fabio Jakobsen, Colbrelli, Cimolai, Bonifacio, Bauhaus, Trentin, Walscheid und Seneschal. Reguigui landet auf Rang 16. So, Biedermann 25. Erken 49. Dann haben wir Pozzato auf Rang 78. Leknesund 114. heute. Und das war's auch schon. Gut. Gesamtwertung führt damit Caleb Ewan nach der ersten Etappe. Und dann schauen wir uns noch die Andalusia-Rundfahrt an. Auch hier mal die Etappenübersicht. Erste Etappe komplett flach. Zweite ein Zeitfahren, wenn auch kurz. Dritte Hügel, vierte Berg, fünfte Hügel. Interessantes Rennen. Wir fahren mit Lopez, Verwacke, Feline, hier Stari und Sala. Also hier haben wir dafür die komplette Bergarmada mitgenommen. Das ist gar nicht mal schlecht geplant, muss ich sagen. Kleines Lob an mich selbst. Ich muss trotzdem sagen, dass ich diese ganze Saisonvorbereitungs- und Trainingsplanungsgedöns finde ich einfach nicht gut in diesen PCMs. Es überfordert mich brutalst. Muss ich einfach sagen. Marcel Kittel holt den Etappensieg bei der ersten Etappe der Andalusia-Rundfahrt vor Christopher Lawless und Jens de Büschere. Dann Timo Rosen, Nasser Bouhanni auf Rang 5, Clement Venturini 6., Jasper de Buist 7., 8. Matteo Moschetti, 9. Jean-Pierre Drucker, 10. Nicola Marini und 11. Fabio Fellini aus unserem Team. Schauen wir mal, wo die anderen landeten. Miguel Angel Lopez 32., Stari auf Rang 35, Sala 93, Verwacke 99 und Alex hier 111. Und mir ist hier was bei Stari, und zwar in der Karriere mit Iban Mayo, aufgefallen. Denn, wenn man sich das hier mal anschaut, was hier so steht, Berg, Geschwindigkeit in ansteigendem Gelände bei moderatem Einsatz. Da hat er 78. Beim Hügel, Geschwindigkeit in ansteigendem Gelände bei intensivem Einsatz, hat er nur 70. Ist das vielleicht der Grund, warum er manchmal bei Bergetappen so übertrieben abkackt, obwohl er am Berg sehr gut ist? Weil sobald das Tempo mal richtig schnell wird, zählt dieser Hügelwert mehr als das hier. Kann das sein? Langstrecken. Energiepotenzial bei intensivem Einsatz. Gut, das hier kommt dann auch nochmal hinzu. Ja. Bin ich mir nicht ganz sicher. Na gut. Weiter geht's, liebe Freunde. Nächster Tag. Also heute, denke ich mal, werden wir nur simulieren. Mal wieder eine komplette Hauptmenü-Etappe. Und dann in der nächsten Folge geht's wahrscheinlich zur Abu Dhabi-Tour. Wenn ich Bock drauf habe. Ich bin mir noch echt noch unsicher, ey. Ich möchte auch nicht zu viele Rennen zeigen, weil alleine durch die Grand Tours sind es schon so ewig viele. So, jetzt gucken wir mal. Zweite Etappe bei der Algarve-Rundfahrt in Portugal. Nach Lagoa geht's. Und die gewinnt Sonny Colbrelli aus Italien vor Caleb Ewan und Danny McLay 3. Trotzdem sehr stark. Dann Jakobsen, Trentin, Bauhaus, Bonifacio, Cimolai, Höhlgaard und Swift. Reguigui 14. Biedermann wieder 25. Erken 36. Pozzato 73. Leknesund 81. Und das war's auch schon wieder. Irgendwie so ziemlich die gleichen Resultate jeden Tag. In der Gesamtwertung ist McLay aktuell 3. Punktewertung ebenfalls. Bergwertung führt der Pole Matej Paterski. In der Nachwuchswertung führt Ewan. Und in der Teamwertung führt aktuell Kacha Rural. Glückwunsch.
So, und jetzt haben wir noch die zweite Etappe der Andalusia-Rundfahrt. Der Ruta Ciclista del Sol. Das Zeitfahren. Und da schauen wir mal, was hier abgeht. Das gewinnt der Spanier. Ion Izagirre vor Simon Spilak. Tim Valence auf Rang 3. Javier Moreno auf Rang 4. Alejandro Valverde wird hier Fünfter. Fabio Felline landet auf einem super sechsten Platz. 9 Sekunden Rückstand. Dann Pio Bilbao. Nielsen Paulus. José González und Nairo Quintana. Miguel Ángel López absolut im Soll, 19 Sekunden Rückstand, Platz 16. Fairwacke 21. mit 21 Sekunden Rückstand. Sala 34. 24 Sekunden. Also auch das ein gutes Resultat. Stari kassiert heute ein bisschen, 37 Sekunden, das ist schon ein kleines Päckchen. Und Alexander hier ebenfalls mit 42 Sekunden schon mal ganz ordentlich was auf den Deckel bekommen. Der Gesamtwertung damit also Ion Izagirre jetzt vorne. Von Lotto Soudal, ey, das ist krass. Felline auf Rang 6, Lopez auf Rang 15. In der Sprintwertung führt Kittel. In der Bergwertung führt Bilbao vor Lopez und Felline. Was ist denn hier passiert, ey? Oh, hätten wir bei der ersten Etappe mal hinschauen sollen. In der Nachwuchswertung ist Lopez 3., Sala 7. Und in der Teamwertung sind wir 4. und Lotto Soudal führt. Paulus ist übrigens der Beste in der Nachwuchswertung. Das nochmal ganz kurz erklärt, also wir gehen die Ergebnisse schon im Detail durch. Ist ja auch für mich immer ganz wichtig für die Statistikentabelle. Ich mache die nämlich immer mit den YouTube-Folgen. Und darum ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich in den YouTube-Folgen auch wirklich alles zeige. Weil ich gehe nicht extra ins Spiel rein für die Statistiken. So, wir sind wieder in Portugal. 3. Etappe. Die Yates-Brüder sind dabei. Heute geht es ja ein bisschen den Berg hinauf. Und es gewinnt Ilnur Sakharin aus Russland. Vor Simon Yates, Nicholas Roach, TJ van Garderen, Jan Bakkelands, Koen Boeman, Adam Yates, dann Jay Hindley, starkes Resultat von ihm, Batya Guseinov und 10. Platz durch Andreas Legnesund und ich glaube seine erste wirklich zählbare Platzierung in dieser Saison. Rigui 43. Dann Örken weiter hinten. Pozzato noch weiter hinten, McLay und Biedermann, die haben heute mal einen ganz, ganz ruhigen Tag gemacht, haben sie auch recht. Damit in der Gesamtwertung vorne, Zakarin vor Yates und Roach, Leckensund aktuell auf Rang 10 mit 38 Sekunden Rückstand. Punktewertung bleibt unverändert, Ewan ist vorne, Paterski bleibt in der Bergwertung vorne. In der Nachwuchswertung führt jetzt Baita Guseinov vor Antoine Tolhoek und Andreas Leckensund. Und in der Teamwertung führt Mitchelton Scott, da sind wir 9. Also, Andreas Leckensund hier mit einer richtig guten Vorstellung, würde ich mal behaupten. So, 3. Etappe der Ruta Ciclista del Sol. Ich finde es geil, dass wir hier auch bei simulierten Rennen wirklich mitfahren können. 3. Etappe gewinnt Bilbao vor Uran. Egan Bernal wird 3., 4. Javier Moreno, 5. Miguel Ángel López, in derselben Gruppe ins Ziel gekommen wie der Etappensieger. 6. Pierre Latour, 7. Josef Stari, auch er war in der ersten Gruppe. Dann folgt Tim Valence als Führender der nächsten Gruppe, Omar Fraile und Quintana. Fairwacke, der war in der zweiten Gruppe mit drin. Fabio Felline war noch eine Gruppe weiter hinten. In der Gruppe Valverde und Barbin unter anderem. Ja, Sala hat heute ein bisschen mehr Zeit verloren. Genauso wie Alexander hier. Und das müssten auch schon die letzten gewesen sein. Ja, genau. Buani und Owen geben heute auf. Damit in der Gesamtwertung jetzt vorne Peo Bilbao vor Moreno und Uran. Lopez ist 6. Felline 12. Fairwacke 14. und Stari 17. Also super Platzierung momentan für unserem Team. Bilbao führt in der Punktewertung. In der Bergwertung führt er ebenfalls. In der Nachwuchswertung führt jetzt Miguel Ángel López vor Bernal und Stari. Sehr schön. Und in der Teamwertung führen auch wir. Also auch das super. Team Austria Cars. Und das finde ich halt mega geil momentan. Man merkt einfach, okay, unser Kader ist extrem klein geworden im Vergleich zu 2017 oder 2018. Da war er deutlich größer, keine Frage. Aber die Qualität im Kader ist trotzdem gestiegen. Das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen, würde ich mal sagen. Diese Balance hinzukriegen. Da seht ihr übrigens die Einladungen für die Flash Wallon. Schauen wir uns nochmal kurz an. Neben den World Tour Teams sind Wanty Group, Gobbert dabei, Verandas Willems, Direct Energy, WB Aqua Protect, Sport Flanderen und Fortuneo Somsic. So, jetzt geht's zum
vierten Tag bei der Algarve-Rundfahrt. Ein Einzelzeitfahren wartet auf die Fahrer. Das wird jetzt natürlich schwer für Leknessund, da die Top 10 zu verteidigen. Ich würde sagen, das schafft er nicht. Dafür ist er leider zu schwach. Nicholas Roach holt sich, ich glaube, den ersten Zeitversieg in seiner Karriere. Keine Ahnung. Zakarin zweiter, dann Oliveira, Ganner, Hausen, Ruh, Mollema, Terpstra, Van Garderen und Lars Boom. Schauen wir mal, wo unser bester Fahrer war. Danny McLay auf Rang 33 mit 4 Rückstand. Dann Leknessund und verliert heute 3 Minuten 30 auf den Tagessieger. Ui. Hier die nächsten Platzierungen. Biedermann landet recht weit hinten. Und damit in der Gesamtwertung weiterhin vorne der Russe Ilnur Zakarin von Nicholas Roach und Damien Hausen. Und Andreas Leknessund rutscht von Rang 10 auf Rang 23 ab. Jetzt mit 3 Minuten 57 Rückstand. Ist das bitter. Der Punktewertung bleibt Ewan vorne. McLay verliert 2 Plätze an die Bergfahrer Zakarin und Roach. In der Bergwertung führt weiterhin Paterski, gab ja dort keine Punkte. Und in der Nachwuchswertung führt jetzt Mauro Butazzoni von FAPL, Nachwuchsfahrer aus Luxemburg, vor Bahita Guseinov und Miguel Manuel Amo aus Venezuela. Leknessund ist jetzt Sechster. In der Teamwertung führt BMC von Mitchelton und Lotto NL Jumbo. Wir sind Zehnter. Gut. Andalusia-Rundfahrt, da geht es jetzt richtig ins Gebirge. Ich bin gespannt, was unsere Jungs da ausrichten können. Schauen wir mal rein. Bam. Oha. Nairo Quintana holt sich den Etappensieg. Zweiter wird Miguel Ángel López zusammen mit Richard Carapaz ins Ziel gekommen. Dann kommen Ion Izagirre erstmal. Fünfter wird Rigoberto Urán. Die kommen zu zweit ins Ziel. Pierre-Roger Latour wird Sechster. An seinem Hinterrad Luis Verwacker als Siebter. Sehr starke Leistung. Emanuel Buchmann wird 8. 9. Peo Bilbao und 10. Marc Soler. Josef Stari wird 18. Fabio Fellini 24. Sala auf Rang 47. Hier auf Rang 55. Und ich glaube, das war auch schon unser kompletter Kader. Geil. Der letzte wurde 55. Stark. Damit also aktuell führender Quintana, 2. Lopez, 8. Verwacke. So viel mal ganz kurz hierzu. 3 Kolumbianer an der Spitze. Ist auch krass. In der Punktewertung führt Ion Izagirre, in der Bergwertung führt Peo Bilbao vor Haritz Orbe und Miguel Ángel López. Also auch unser ehemaliger Fahrer mischt sich hier wieder vorne mit ein, ist einfach ein geiler Typ. In der Nachwuchswertung führt López vor Bernal und Stari und dann haben wir noch, wer ist das denn hier? Aurélien Perret-Peintre, sehr interessant. Aha. Und in der Teamwertung führt Movistar jetzt vor uns und Lotto Soudal. So, und wir nähern uns jetzt dem letzten Tag. Ich bin mir unsicher, was die Abu Dhabi-Rundfahrt angeht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sollen wir die auch simulieren? Ich möchte ja auch nicht alles simulieren. Aber auf der anderen Seite holen wir momentan auch ganz gute Ergebnisse, wenn wir simulieren. Ne? So, jetzt warte mal. Jetzt kam hier gerade eine wichtige E-Mail rein. Nämlich der Minsk Cycling Club wird bis 2020 verlängert, also der Vertrag mit Minsk Cycling. Das ist schön. Ne? Ist wirklich schön, dass da die wahrscheinlich Regierung von Weißrussland weiterhin Geld reinpumpt. In die Mannschaft, in der mittlerweile übrigens Jevhenij Utarovic, ich meine, sportlicher Leiter ist. Also im Real Life jetzt. So, wir müssen jetzt mal gucken. Miguel Ángel López hat Probleme im Training. Bei dem wussten wir die ganze Zeit nicht, was er für einen Stil hat. Das war ja bislang unbekannt. Jetzt wissen wir es. Er hat einen bahnbrechenden Stil. Dann soll er natürlich auch dementsprechend trainieren. Oh, jetzt haben wir hier zu wenige Leute. Ich kotze. Naja, also bahnbrechend, da müssten wir jetzt mal einen weg machen. Wer ist nochmal der bahnbrechende Trainer? Gucken wir nochmal rein. Also López, das ist der Arne Bobic. Arne Bobic. So, wen haben wir hier alles drin? Cabaret unter anderem. Die sind tatsächlich auch alle bahnbrechend, die Leute hier. Aber ich würde jetzt tatsächlich mal so frech sein und Giuliano Cabaret so unter dem Motto. Aber Cabaret hat immerhin Entwicklungspotenzial. Das sehe ich zum Beispiel bei Alexander hier nicht, auch wenn der ein bisschen besser ist. Ne? Der hat ja auch ein ziemlich schlechtes Potenzial einfach. Ich würde jetzt für den Moment oder für diese Saison tatsächlich mal Alex hier hin abschieben.
Ich meine, das Training ist ja, glaube ich, trotzdem relativ effektiv, solange die Beziehung nicht in die Brüche geht, glaube ich. Einfach damit halt auch die Auswirkung der Trainer maximal gut ist bei jedem Fahrer und gerade auch bei Miguel Ángel López. So, letzte Etappe der Algarve-Rundfahrt. Wieder eine Angelegenheit für die Sprinter. 83 Kilometer verspricht ein hartes, schnelles Rennen zu werden. Und Caleb Ewan gewinnt auch die Abschlussetappe vor Sonny Colbrelli und Davide Cimolai. Dann Rolands, Jakobsen, McLay landet auf Rang 6. Bonifacio 7., Trentin 8., 9. Meskic, 10. Warscheid, 17. wird Riquigui, 35. Biedermann, 46. Örken, Pozzato landet noch weiter hinten und Leckens und ebenso. Und damit kommen wir auf die Schlussgesamtwertung zu sprechen. Ineos Zakarin gewinnt also die Vuelta ao Algarve vor Nicholas Roach und Damien Hausen. 4. wird Van Garderen, dann Mollema, Simon und Adam Yates, Nelson Oliveira, Konstantin Sivtsov und Jan Bakelands. Das sind die Top 10 bei diesem Rennen. Andreas Leknessund hat sich auf der einen bergigen Etappe oder hügeligen Etappe super geschlagen, super verkauft, aber im Zeitfahren war er dafür umso schlechter und landet damit in der Endabrechnung auf Rang 23. Wobei ich sagen muss, es wundert mich ein bisschen, weil rein vom Zeitfahrerwert ist er gar nicht mal so schlecht, ne? Ja. Hat halt nicht gereicht. Ach Mist, die ganzen anderen Wertungen muss ich ja noch angucken. Da habe ich heute gar nicht dran gedacht. Ja, gehen wir nochmal drauf. Es kostet ja hier keine Zeit, ne? Es ist ja alles schnell gemacht hier. Algarve, 5. Etappe, allgemein. So, Sprint. Sprintwertung gewinnt Caleb Ewan vor Sonny Colbrelli und Danny McLay. Bergwertung holt sich Maciej Paterski vor Amaro Antunes und Oscar Gatto. Dann haben wir in der Nachwuchswertung Mauro Butazzoni vor Batia Gusejnov und Miguel Manuel Amo. Leckens und Sechster. Und die Teamwertung gewinnt das Team BMC. Jetzt kommen wir zum letzten Tag der Andalusia-Rundfahrt. Die simulieren wir jetzt auch mal. Wieder ein welliger Tag. Mal schauen, ob heute noch was passiert in der Gesamtwertung. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Miguel Ángel López holt sich erstmal Saisonsieg Nummer 3, 4? Ich meine 4. Schauen wir mal nach. Holt sich auf jeden Fall den nächsten Saisonsieg und ganz, ganz großen, leider simuliert. 1, 2, 3, 4. So. Vierter Sieg für Miguel Ángel López vor Nairo Quintana. Leider simuliert, ne? Naja, aber trotzdem. Zählt natürlich trotzdem und das gegen großartige Konkurrenz. Also López setzt sich durch gegen Quintana, Bernal, Landa, Uran, Bilbao, Latour, Kruiswijk, Degent und Machado. Stari wird 16., Fairbanke 18., Sala 23., Fedine 30. und Alexander hier landet auf Rang 54. Natürlich war es auch hier der letzte Tag, damit der Blick auf die Gesamtwertung. Nairo Quintana kann den Gesamtsieg gerade noch feiern. Er gewinnt 2 Sekunden vor Miguel Ángel López, der auf einem sehr, sehr guten zweiten Platz landet. Schade, dass es da nichts mit dem nächsten Saisonsieg wurde. Egal, trotzdem eine super Platzierung. Dritter wird Rigoberto Urán, komplettiert damit das super kolumbianische Ergebnis. Vierter Peo Bilbao, fünfter Ion Izagirre, sechster Pierre Latour, siebter Egan Bernal, achter Richard Carapaz, neunter Luis Fairbanke. Finde ich jetzt auch ein starkes Ergebnis, wenn man mal schaut, wen er alles hinter sich gelassen hat. Nämlich zum Beispiel Marc Soler, Steven Kruijswijk, Tim Wellens und Emanuel Buchmann. 14. wird Josef Stari, 21. Fabio Felline, 39. Gerhard Sahler und 49. Alexander Hier. Also, unser schlechtester Fahrer ist 49. geworden. Ich denke, es ist gar nicht mal schlecht. Die Punktewertung gewinnt ganz knapp Nairo Quintana vor Miguel Ángel López und Peo Bilbao, obwohl die punktgleich sind. Betrug. Die Bergwertung holt sich dafür am letzten Tag noch Miguel Ángel López vor Bilbao und Quintana. Glückwunsch. Nachwuchswertung gewinnt ebenfalls der Kolumbianer López. Bernal wird 2., 3. Stari, 8. Sala, 9. hier. Und die Teamwertung holt sich Movistar vor Austria Cars und Lotto Soudal. Also eine durchweg erfolgreiche Andalusia-Rundfahrt. Und ich finde immer, wenn man Rennen simuliert, dann merkt man mal, wie stark die Mannschaft wirklich ist. Weil man kann natürlich immer noch durch taktisches Geschick oder eben durch taktisches Unvermögen, wie in meinem Fall, noch einiges verändern in den jeweiligen Rennen. Und dementsprechend, ne, ist es immer so eine Sache. So, Roubaix Lille Métropole wird es auch weitergeben. Das Team hat weiterhin einen Vertrag. Josef Stari ist wieder fit.
Biedermann nähert sich einem Ziel, Westertaler nähert sich einem Ziel und Filippo Pozzato hat im Interview auf der Website www.cyclingsworld.com für den nächsten 25. Oktober seinen Rückzug bekannt gegeben. Der 37 Jahre alte Fahrer denkt schon seit einer Weile über ein Ende seiner Karriere nach. Und damit ist es jetzt also offiziell, wie auch in echt, so, ich muss mir diese Adresse gerade aufschreiben, www.cyclingsworld.com. Gibt es die in echt? Wir werden das mal überprüfen, glaube ich, wenn ich es nicht vergesse. Also, Pozzato wird seine Karriere am Ende so aufgeben oder beenden bei uns im Team Austria Cars. Schade natürlich, aber gucken wir mal, was er noch dieses Jahr für uns reißen kann. Bislang war es sehr übersichtlich. Alter Vater. Den Grand Prix. Laguna Porridge gewinnt indes Natnael Behane. Junge, Junge. Also wir haben wirklich hier eine Armada rangezüchtet. Selbst die Fahrer, die nicht mehr bei uns im Team fahren, holen halt in anderen Teams dafür die krassen Ergebnisse. Henrik Mass gewinnt die Haute-Vare-Rundfahrt. Bei der Algarve-Rundfahrt haben wir 3.850 Euro gewonnen, in Andalusien sogar 15.260. Nice. Froome hat jetzt bei der Tour of Oman viermal gewinnen können. Das ist ein neuer Rekord, sehr schön. Er gewann von Nibali und Dumoulin. Und auch Felline nähert sich einem Ziel. Und ich würde sagen, ey Leute, ganz ehrlich, seid mir nicht böse, aber wir simulieren auch die Abu Dhabi-Rundfahrt. Ich möchte ein bisschen vorankommen. Das Ziel soll stattdessen mehr auf den wirklich großen Rennen liegen. Also schauen wir uns auch das noch an. Ebenfalls 5 Etappen. Wir beginnen mit einem flachen Rennen, ein flaches Rennen, ein flaches Rennen, ein Zeitfahren und ein Hügel- oder Bergrennen, wie je nachdem. Mit dabei sind Verwacke, Regigui, hier Cambarei, Stari, Westertaler und Sala. Und ich würde sagen, wir simulieren direkt mal freudig drauf los. Kapitän damit Stari und Verwacke bei diesem Rennen. Und was die Sprints angeht, wird Regigui zeigen können, was er drauf hat. Die erste Etappe gewinnt Jakobsen vor Marechko. Können wir Werte wieder zeigen. Dann Ryan Gibbons, Christian Spargli, Christoph Laporte, Roberto Ferrari. Ist hier Sechster geworden. Dann Danny van Poppel, Simone Consorni, Giacomo Nizzolo und Vyacheslav Kuznetsov. Regigui landet auf Rang 12. Das ist doch, denke ich mal, okay. Gesamtwertung führt damit Jakobsen an, Sprintwertung auch, Bergwertung gibt es nicht, Nachwuchswertung Jakobsen, Teamwertung Education First. Also wir simulieren das ganze Ding jetzt durch. Es ist ein World Tour Team Rennen, ich weiß, aber egal. So, Eigenschaften. Sie müssen dem Hersteller jetzt ihr Feedback geben. Sie können das entweder annehmen oder eine verbesserte Version bitten. Dann schauen wir mal, wie heißt das Ding hier? Das ist das hier, ne? So, also von schlechte Zuverlässigkeit auf durchschnittliche Zuverlässigkeit und das Gefühl ist deutlich besser geworden. Ich würde es aber ganz gerne nochmal fortsetzen, weil was nützt mir durchschnittliche Zuverlässigkeit? Ich möchte ja schon mal mindestens eine gute haben, ne? Da ich mich halt auch auf den Quatsch verlassen kann. Wobei, Zeitfahren haben wir auch eine sehr schlechte Zuverlässigkeit und wir hatten noch nie einen Defekt damit, also ist halt vielleicht auch egal. Oh, Interview mit Lambrecht, ey. Spiel. Das macht Spiel 100 Pro mit Absicht. So, wir stellen jetzt mal ganz kurz hier den Kram ein. So, Sprints brauchst du nicht teilnehmen und wir machen eine Simulation. Ich bin mal gespannt, ob der es speichert. Das werden wir mal in der nächsten Folge uns anschauen. So, zweite Etappe. Ryan Gibbons gewinnt vor Danny van Poppel und Fabio Jakobsen. Dann Consorni, Marechko, Walscheid, Spargli, Nizzolo, Van Asbroek und Nicolas Maas. Ja, Regigui wird 35. heute. Alter Vater. In den Wertungen ändert sich nicht viel, außer dass Sky jetzt die Führung in der Teamwertung übernommen hat. Neuer Tag. Long Swiss Wellness wird es auch weiterhin geben. Fortuneo wird die Tour de Romandie teilnehmen. Bardiani wird es weiterhin geben. Das sind die Teams, die bei Lotto, bei Lüttich, Pastor und Lüttich mit teilnehmen werden. Also ich glaube, es sind die gleichen, die auch schon beim Flash Wallon die Wildcard erhalten haben. Das werden wir natürlich alles uns anschauen. Zu gegebener Zeit hier auf dem Channel. Ist doch klar. So, dritte Etappe in Abu Dhabi, die letzte flache,
danach einmal Zeit von einmal Berg oder Hügel, je nachdem. Schau mal, Abu Dhabi nach Abu Dhabi ist heute am Stissel. Jakub Maritschko gewinnt die Etappe vor Christian Sparagli und Danny van Poppel. Dann Jakobsen, Benjamin Tomaso, Simon Clark, Giacomo Nizzolo, Enrico Bataglin, Travis McCabe und Max Warscheid. Das sind die Top 10. Wir sind mal wieder weit dran vorbeigeschraubt. Regui landet auf Rang 39. Damit also in der Gesamtwertung jetzt mal Retschko vorne. Punktewertung führt weiter Jakobsen. Nachwuchswertung führt jetzt auch mal Retschko. Und in der Teamwertung führt das Team Movistar. So, die letzten beiden Etappen. Dann seid ihr mein Dauerquatsch los. Ich sehe gerade, wir werden gleich weiter simulieren können. Denn jetzt kommt das Rennen Omloped Nieuwsblad. Das heißt, in der nächsten Folge sehen wir uns dann tatsächlich zu einem Rennen. Kopfsteinpflasterrennen, das erste in dieser Saison. Und das hier wird unser Kader sein. Fabio Fellini ist mit dabei. Filippo Pozzato startet. Ein alter Bekannter bei solchen Rennen, aber natürlich längst nicht mehr in seiner Prime. Danny McClay ist mit am Start. Zuo Jinliu ist mit dabei. Daniel Biedermann ebenfalls. Und Dalibor Kulic, der ja unser Spezialist auf diesem Kopfsteinpflastergebiet. Schauen wir mal, was er reißen kann. Also, bis zum nächsten Mal und ciao. So, und damit herzlich willkommen nochmal ganz kurz zu einer, zu einem etwas anderen Folgenende. Wir gehen heute mal auf www.cyclingsworld.com. Schauen wir mal, ob es diese Website wirklich gibt. Schade. Das wäre jetzt, lieber Pro Cycle Manager Entwickler, sowas ist immer ein mega geiles Easter Egg, wo sich eigentlich alle Spieler drüber freuen. Wenn ihr irgendwelche E-Mail-Adressen in Spielen eingibt oder irgendwelche Websites in Spielen eingibt, die eigentlich fiktional sind, aber die ihr dann einfach für das Spiel tatsächlich hostet, weil ihr euch sagt, yo, mega geil. Oder ist es doch ohne S gewesen? Cyclingworld.com gibt es nicht. Cyclingsworld.com, nicht, da ich hier irgendwie die falsche Adresse. Gibt's auch nichts. Und Cyclingworld.com. Oh, die gibt's sogar. Nicht sicher. Okay, da hat sich irgendwer die Domain gekrallt, wie es aussieht. Aber mehr auch nicht. Naja. Okay.